Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video. Ich habe ja vor ein paar Tagen schon mal mit dem PewDiePod geredet. Und heute ist es wieder an der Zeit, dass wir ihm ein paar Fragen stellen. Let's begin! Let's get it started! Ihr seht hier schon den PewDiePod eingeblendet. Ich habe hier schon vorhin ein bisschen mit ihm geschrieben, wie es ihm geht. Er meinte gut und dir. Das heißt, wir labern jetzt erstmal wieder so ein bisschen mit dem hier rum und ins Gespräch reinzukommen. Mir geht's ebenfalls gut, lieber PewDiePod. Das freut mich. Was machst du gerade so? Alter, da kommt ja eine richtige Unterhaltung gerade zustande. Ich spreche gerade mit dir. Also, ich meine, was anderes mache ich ja gerade nicht. Und sonst so, ich gehe gleich. Was für Fabulous, Digga. Warum schon wieder Fabulous? Es macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Schon wie? Warum musst du mir das so oft zeigen? Ich gehe gleich in die Uni, lieber PewDiePie. Wie spät ist es? Es ist gerade 13.25 Uhr, lieber PewDiePod. Was machst du? Willst du mich verarschen? Ich habe dir gerade ca. 400 Mal gesagt, dass ich mit dir rede, dass ich gleich in die Uni gehe. Habe ich doch gerade bereits gesagt. Punkt, Punkt, Punkt. Nein, hast du... Und er ist fabulous. Anderes Thema. Punkt, Punkt, Punkt. Du bist YouTuber. Richtig, lieber PewDiePod. Ich gehe... Er geht sterben. Warum, PewDiePod? Warum willst du sterben gehen? Weil du das gesagt hast. Ich habe das nicht gesagt, lieber PewDiePod. Du kannst das alles sehen. Doch, das hast du gesagt. Wo? Er behauptet die ganze Zeit, ich hätte irgendwas gesagt oder nicht gesagt, über was ich bereits heute gemacht habe, was ich gerade tue, dass er sterben soll. Bist du dumm, Fragezeichen, lieber PewDiePod? Nee, ich bin nicht dumb. Okay. Du machst YouTube-Videos, ist das richtig, lieber PewDiePod? Ja, weil ich es gesagt habe. Hast du zwar nicht, aber ich glaub dir das mal einfach. Also kennst du dich auch ein wenig mit der Plattform aus? Nee, kenne ich nicht. PewDiePod, du lädst YouTube-Videos hoch und das ist dein Verdienst und du sagst mir, du kennst dich nicht mit deinem Arbeitgeber aus. Soll ich dir das jetzt glauben? Ich komme mal direkt auf den Punkt und zwar kennst du ConCrafter, also mich. Und er schreibt... Er kennt mich. Ja, er kennt mich. Ja, wir wissen, dass du fabulous bist. Ich bin ConCrafter, lieber PewDiePod. Das heißt, du... Wir können nicht beide ConCrafter sein. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Er meint, wir sind beide ConCrafter. Also sind wir beide die gleiche Person, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. I'll freaking kill you if you die on me. Erstmal, warum reden wir Englisch? Und zweitens, warum willst du mich töten? Ich frage nur, ob wir beide die gleiche Person sind. Okay. Ich fange jetzt nochmal von vorne an. Und zwar kennst du den YouTuber ConCrafter. Und darauf antwortet der PewDiePod, dass er erstmal noch überlegt. Und er überlegt immer noch. Nein. Vorhin kanntest du mich noch, Digga. Vorhin kanntest du ConCrafter doch noch, lieber PewDiePod. Also ich verstehe das nicht so ganz, dass er mir hier die ganze Zeit sagt, dass er mich kennt. Dann kennt er mich nicht. Okay, aber wo treffen wir uns denn? Ja, ich muss schon wieder niesen. Wieso willst du dich irgendwo treffen, PewDiePod? Also ich verstehe das wirklich nicht so ganz. Will ich doch gar nicht. Digga, man sieht es gerade sogar noch eingeblendet. Du hast vorhin selber gesagt, du bist... Manchmal denke ich mir, wenn ich so rumgucke, dass mein Leben wirklich keinen Sinn macht. Schaust du ConCrafter zu? Also, welcher noch? ConCrafter, lieber PewDiePod, über den haben wir ja vorhin schon geredet, falls du dich noch daran erinnerst. Welcher noch?
Are you fucking kidding me? Das hast du mich gerade schon gefragt. Corncrafter, lieber PewDiePod, welcher... Ich will nicht schon wieder aufstehen und weglaufen, weil ich war heute Morgen im Gym und es tut alles weh, aber am liebsten würde ich gerade aufstehen und weglaufen. Corncrafter, PewDiePod, frag, okay, welcher noch der YouTuber Corncrafter? Ich meine, vielleicht kriegen wir ja dann eine vernünftige Antwort, wenn ich das jetzt einfach mal abschicke. Kikios... Habe ich getan. Ich fange jetzt mal wirklich wieder komplett von vorne an. Und zwar kennst du Corncrafter, lieber PewDiePod. Ich will das wirklich mal rausfinden. Also du hast nämlich vorhin geschrieben, ja. Jetzt schreibst du wieder ja. Okay, jetzt fragen wir, guckst du seine Videos, lieber PewDiePod? Also komm, mir wird wirklich darauf eine Antwort. Manchmal. PewDiePie guckt meine Videos. Ist Life Goal accomplished. Das ist ein Live-Goal von mir, lieber PewDiePod. Kennst du Kollega der Boss? Ja, ich kenne Kollega. Welches ist dein Lieblingslied von ihm? Ja, so gut kenne ich den jetzt auch nicht. Ich glaube, früher hat er mal ein Lied gemacht, das heißt Adrenalin oder so. Aber das war auf diesem ganz alten... Das ist kein Song von Rammstein. Ey, 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 er fragt mich nach Kollega, fragt mich, was das Lieblingslied von ihm ist und ich sag ein Lied von ihm und er sagt, das ist nicht von Rammstein. Natürlich ist es nicht von Rammstein, weil es von Kollega ist. Sexual. Diese Website blendet das einfach immer total Fuck this shit. Das war's hier vom Video, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es das getan hat, lasst mal einen fetten Like da. Ihr findet hier ein Smiley eingeblendet. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Es ist kostenlos, free, ihr verpasst keine Videos mehr. Und hier findet ihr irgendein anderes Video eingeblendet. Also klickt da einfach mal drauf. Ich meine, was macht ihr jetzt sonst? Einfach mal draufklicken. Ja.